grüße euch nochmal zur Pressekonferenz des RSV Frankfurt vor dem Spiel am Freitag beim FC Erzgebirge Aue, das ja nach jetzigem Stand höchstwahrscheinlich stattfinden wird. Ich habe mit dem Kollegen nochmal gesprochen, er hat mir glaubhaft versichert, auch wenn momentan Schnee liegt und wenn es heute Nacht geschneit hat, ist er sich sehr sicher, dass das Spiel stattfindet. Und alles zum Sportlichen wird Ihnen jetzt unser Cheftrainer Benno Müllmann sagen. Ja, wir sind am letzten Wochenende leider nicht so erfolgreich ins Jahr 2000 reingekommen, wie wir uns das alle gewünscht haben. Ich denke, dass man trotzdem immer auch aus so einem Spiel was mitnehmen kann. Und zum einen denke ich, dass uns klar sein muss, wenn es dann immer noch nicht klar ist, dass man einfach grundsätzlich eine Effektivität braucht, um Spiele zu gewinnen. Mehr als 5 oder 6 oder 7 Torschancen werden wir auch in anderen Spielen nicht haben. Und da muss man einfach in der Lage sein, das ein oder andere Tor dann auch zu erzielen. Und zum Zweiten denke ich auch, dass wir das, was uns stark gemacht hat, und das war das Miteinander auf dem Platz, das war das gegenseitige Helfen, das gegenseitige Pushen auch, das auch nach vielleicht schlechten Phasen doch irgendwo wiederzukommen und immer Phasen im Spiel zu haben, wo man einfach auch den Gegner beherrscht hat, dass uns das etwas gefehlt hat und dass wir da auch wieder dran arbeiten müssen, dass wir uns da auch gegenseitig wieder in die Verfassung oder in diesen Zustand einfach bringen, dass wir auch bereit sind, das zu tun. Ich denke, jedem ist klar, auch den Spielern, dass wir in Aue über Einsatz, über Kampf, über Aggressivität auch kommen müssen, weil das die Tugenden sind, die Aue selbst auch auf den Platz bringt und auf die wir da auch reagieren müssen. Wenn wir das hinbekommen, denke ich, dass wir schon die Qualität haben, auch in Aue da aus Aue was Zählbares mitzunehmen. Personell sieht die Situation so aus, dass wir zwar heute im Training da zwei leichte Blessuren hatten, aber ich hoffe mal, dass das nicht zu schlimm ist, dass darüber hinaus der Mesulecki und der Odis Roshi abberufen worden sind zu ihren Nationalmannschaften und auch erst Donnerstag spätabend ja, hoffentlich gesund wiederkommen. Dass darüber hinaus aber es bis auf die bekannte Personalie Edmond Kaplani keine Schwierigkeiten gibt und ich denke, dass wir da dann ja auch genügend Spieler zur Verfügung haben. Ja, das war es eigentlich schon. Mehr gibt es im Moment nicht zu sagen. Und ich denke auch, dass das Spiel stattfinden wird. Je schlechter die Witterungen sind, umso eher wird es auch stattfinden. Das wird Aue schon für sorgen. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Bitte in das Funkmikrofon. Bitte? Ja, der Nils Teixeira hat kurzfristig das Training abgebrochen, aber jetzt eben habe ich von den Physios gehört, dass es wohl doch nicht so wild ist und hoffe, dass sich das bestätigt. Und der John Verhoek ist ausgerutscht und mit dem Knie gegen den Pfosten geknallt, aber der hat dann auch anschließend weitergespielt. Aber es ist schon eine stärkere Prellung und muss behandelt werden, denke ich, aber das wird machbar sein. Wird sich am Kader was ändern? Kann ich jetzt noch nicht sagen, endgültig. Also das ist, kann ich wirklich nicht endgültig sagen. Ich denke, endgültig kann ich den wirklich auch dann erst am Donnerstag letztlich bekannt geben, weil ich ja noch abwarten muss, was mit den Länderspielakteuren da passiert. Die können sich ja rein theoretisch auch verletzen oder krank werden. Nochmal eine Frage zur Aufarbeitung des Spiels am Sonntag. Haben Sie mit der Mannschaft normal gearbeitet, soll heißen, diesen Rhythmus beibehalten oder haben Sie auch nochmal vielleicht ein paar ernste Worte in der Kabine an Sie gerichtet?
Aufgrund des Willens und der Entschlossenheit, die Sie gemängelt haben? Nein, nach dem Spiel nicht. Wir haben jetzt Anfang der Woche sicherlich darüber geredet und schon jetzt auch die Dinge, die von der Einstellung, die einfach von der Situation, dass wir speziell nach dem 0-2 sowieso, aber auch schon nach dem 0-1 einfach auch nicht so dieses Aufbäumen, dieses mit Gewalt auch drehen wollen des Spiels gesehen haben. Und letztlich auch, natürlich kann man auch vom Rasmus jetzt noch nicht, speziell in der Situation, nicht so viel erwarten, aber auch die anderen Einwechslungen auch nicht dazu beigetragen haben, dass noch irgendwo mal wieder ein Ansatz zu sehen war, dass wir es, auch wenn es Ingolstadt dann gut gemacht hat mit der Führung, dann haben sie ja auch selber den Ball etwas besser laufen lassen und letztlich es auch immer geschafft, wieder schnell in der Ordnung zu sein. So kann man doch mit etwas mutigerem Verhalten da nochmal Wirkung erzielen. Und das haben wir ja auch in anderen Spielen schon gezeigt und das haben wir diesmal nicht hingekriegt. Befürchten Sie, dass die vermeintlich komfortable Tabellensituation, man hat ja relativ viel Abstand nach oben und nach unten, eventuell dazu führt, dass eben in solchen Situationen dann diese entscheidenden Prozente fehlen, oder hat das eine nichts mit dem anderen? Ich will das im letzten Spiel nicht ausschließen. Ich habe es ja vorher auch schon ein bisschen angesprochen oder was weiß ich. Aber ich denke nicht, wir haben jetzt das Spiel und das Spiel ist auch für die Mannschaft ja ein Ansatz wieder. Und wir sind da auch ruckzuck. Wir denken da nicht, denke ich, in Zukunft da die ganze Zeit daran, dass wir irgendwo schon ein paar Punkte Abstand haben. Das wäre auch fatal, wenn die Vorgehensweise so wäre. Ich denke schon, dass die Mannschaft jetzt auch wieder das begreift, dass wir von Spiel zu Spiel unsere Chance auch suchen müssen. Und das geht nur, wenn wir wirklich konzentriert sind und vor allen Dingen bereit sind, auch bis an die Grenzen zu gehen. Und das müssen wir hinkriegen. Und die Mannschaft will das auch. Das spüre ich schon. Und das sieht man auch in den Trainingseinheiten. Ich denke schon, dass die Jungs da vom grundsätzlichen einfach einen guten Charakter und eine gute Einstellung haben. Aber sie müssen es vielleicht auch selbst immer erfahren. Manchmal reicht es nicht, wenn man nur darüber redet. Ne? Der Michael Görlitz hat in Vorweihnachten stets in der Startelf gestanden, bis auf eine Ausnahme. Jetzt kam er im letzten Spiel nur rein. Hat ihm der Sportskamerad Roschi den Rang in der Vorbereitung abgelaufen oder wie ist das? Ja, ich denke, dass zum einen die Situation oder von der Qualität ja in der Mannschaft immer eng war und jetzt auch noch enger wird. Das muss man einfach auch so akzeptieren von allen Seiten. Und der Odis hat in der Vorbereitung sich die Berechtigung verdient, einfach auch mal dann direkt in der Startelf zu sein. Das muss man von der Seite so sehen. Und ich denke auch, das können alle akzeptieren. Und der hat in der ersten Halbzeit ja auch, wenn er da effektiver gewesen wäre in seinen drei Aktionen, ist er ja dreimal frei in den Strafraum reingelaufen von der Seite und hat ja auch Situationen selber nutzen können oder zumindest so vorbereiten können, dass ein anderer das Tor hätte machen. Aber hätte, wenn und aber ist natürlich wie immer fehl am Platze. Er hat es dann auch nicht getan. Aber ich habe auch keine Lust, da immer im Nachhinein zu diskutieren über die Personalien, weil das ist natürlich, wenn jemand vielleicht dann nicht so gut spielt oder wenn das Ergebnis nicht stimmt, kann sein, dass es mit anderen Leuten auf dem Platz bedeutend besser gelaufen wäre. Aber es kann auch sein, dass es bedeutend schlechter gelaufen wäre, dass speziell der da nicht gespielt hat, da nochmal fünf andere Fehler gemacht hat. Das ist immer, wie man es sieht oder sehen will. Das ist bringt nichts auf Dauer. Ich denke einfach, dass das Trainergespann und in der Entscheidung dann letztlich ich, dass wir schon uns genügend Gedanken machen und dass wir auch ja jeden Tag dabei sind und dass wir schon auch im Sinne der Mannschaftsführung reagieren müssen auf das, was da ist. Natürlich in allererster Linie auf die Spiele. Ne, das ist ganz klar. Das denke ich, mache ich auch. Aber in der Mannschaft gibt es bislang zumindest auch noch keine Problematik, die Dinge so nachzuvollziehen und so dann auch zu akzeptieren, wie wir sie handhaben. Wie sehen Sie die Mannschaft?
Ja, das habe ich nicht so gesagt, aber ich denke schon, dass die ja auf jeden Fall zu Hause auch von der Basis her schon eine Aggressivität und ein hartes Zweikampfverhalten mit reinbringen. Aber Aue hat mittlerweile auch eine Mannschaft, die sehr gut Fußball spielen kann. Das muss man einfach so sehen, wenn man die einzelnen Spieler und wenn man auch die Spielweise sieht. Sie haben ja auch jetzt speziell in der zweiten Halbzeit in Köln da absolut gleichwertig agiert und das ist ja auch nicht so einfach. Wenn es keine Fragen mehr gibt, vielen Dank. Bis Freitag. Tschüss.